Genau, ab jetzt läuft die Aufzeichnung. Ja, hallo miteinander. Ich freue mich. Jetzt sind schon wieder 14 Tage vergangen, unglaublich. Und wir sind bei unserem vorletzten Talk für dieses Jahr. Und wie immer haben wir uns wieder was Nettes ausgedacht. Ein schönes Thema, glaube ich. Diesmal geht es ums Thema Museum. Beziehungsweise, ja, Museum. Genau. Und ich habe mir auch mal was Neues angeeignet, was man mit Zoom machen kann. Das probiere ich jetzt mal aus. Und ich habe nämlich als erstes mal eine Umfrage. Die versuche ich mal zu starten. Und da könnt ihr euch alle dran beteiligen. Und es ist jetzt nichts Dramatisches, nur mal einfach zum Ausprobieren. Und mal gucken, ob ich das auch kann mit den Umfragen. So, ich starte die mal. Ich hoffe, sie ist jetzt zu sehen für alle. Und dann bitte ich einfach mal um Beantwortung der Fragen. Das klappt. Konzentriertes Schweigen. Ich muss jetzt irgendwas sagen, damit die Aufzeichnung nicht so langweilig wird. Aber du bist gut im Bild, Marisa. Ah. Genau, Angelika, wir fragen gleich. Mir gefallen deine Fragen sehr, sehr gut, denn ich glaube, das ist wirklich auch so das Thema, wie ist Museum besetzt, wen erreicht Museum alles? Ich freue mich auf die Rückmeldungen. Ja, das habe ich auch ein bisschen für dich gemacht. Ich wollte es ausprobieren und habe dann ein bisschen gedacht, was könnte dich interessieren vielleicht? Ich gucke mal, also im Moment bewegt sich nichts mehr. Das heißt, ich beende mal die Umfrage und kann euch auch mal zeigen, was hier. Ich hoffe, ihr seht jetzt die Ergebnisse. Ja. Sehr schön, wunderbar. Also, ja, jetzt habe ich die Wahl. Soll ich das in Prozent sagen? Ich sage es mal in Prozent, auch wenn die absolute Zahl vielleicht dahinter nicht so riesig ist. Die erste Frage: Gehen Sie gerne ins Museum? Ja, so oft es geht, sagen 23%. Nur bei besonderen Themen, 70%. Nein, Museen sind langweilig, 8%. Okay, es war einer von uns. Ich wollte gerade sagen, da sind wenigstens auch ein paar Ehrliche dabei. Ja, genau. Dann, ja, warum würden Sie in ein Museum gehen? Was wären die Gründe? Über die Hälfte sagen, ich möchte mein Wissen erweitern. 15%, ich möchte gerne etwas vertiefen. Genauso viele sagen, ich möchte fremde Welten erkunden. Und genauso viele sagen dann auch, ich möchte mich einfach unterhalten. Gut, jetzt kann ich diese Sache beenden und ich hoffe, Eine Mehrfachnennung war nicht möglich. nein, das habe Sonst ich extra mal so eingerichtet. hätte Hallo, ich Frau mehrere Dinge genannt. Seht ihr noch die Umfrage, wenn ihr sie zumacht? Ich hoffe, das ist jetzt wieder weg. Gut, prima. Ja, also heute geht es ums Thema Museum und ich erzähle vielleicht gerne mal zum Einstieg eine kleine Geschichte, nämlich wie ich das Museum, oh, ich glaube, ich werde es gar nicht richtig ausdrücken, aber egal. Also das Museum für Schwerhörige und Gehörlose, sage ich mal, wir werden es noch lernen, wie es richtig heißt. Wie ich dieses Museum kennengelernt habe, das war ganz zu Beginn meiner Tätigkeit hier bei der DCEG, nämlich im März oder so 2017. Und bin am Anfang ja mit gar keinen Erwartungen eigentlich reingegangen, weil ich gedacht habe, naja, was soll da jetzt stehen? Ja, ein Museum für Schwerhörige und Gehörlose, da habe ich jetzt so gar nichts mit verbunden.
Und war dann aber völlig fasziniert, vor allem weil damals einiges zur Geschichte dargestellt war, wie das Leben für Schwerhörige und Gehörlose so in verschiedenen geschichtlichen Epochen war. Und das fand ich wahnsinnig interessant und spannend und habe mir seither immer vorgenommen, nochmal dorthin zu fahren und mir das nochmal ganz in Ruhe anzugucken, habe es aber nie wieder geschafft. Und jetzt weiß ich aber, dass inzwischen das schon gar nicht mehr der aktuelle Stand der Dinge ist und deswegen freue ich mich, dass wir also heute die Ulrike Schneider hier haben. Die leitet, also wird es gleich noch genauer sagen, sie leitet dieses Museum oder eine Ausstellung oder was auch immer, egal. Und dann haben wir noch einen zweiten Gast hier, das ist nämlich Petra Blochius, die ich in meiner Leiste hier gar nicht sehe. Und die beiden werden sich am besten einfach mal kurz selber vorstellen, glaube ich. Ja, Ulrike, ich gebe dir zuerst das Wort. Wer bist du? Was bist du? Ja, und wo kommst du her vielleicht? Ja, also ich bin Ulrike Schneider und ich arbeite hier jetzt seit gut 5 Jahren in der Frankfurter Stiftung für Gehörlose und Schwerhörige. Und ich mache tatsächlich die Projektleitung hier für diese Erlebnisausstellung. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt über euch die Möglichkeit habe, nochmal mehr Menschen den Einblick hier in unsere Ausstellung zu geben, die man jetzt durch Corona mit initiiert, eben auch online besuchen kann. Ja, weiter unten bei mir auf dem Bildschirm ist die Petra Blochius. Ich gebe mal ganz kurz an die Petra weiter, meine Chefin. Petra. Ja, hallo, kann man mich hören? Ja. Sehr schön, ja. Also ich bin Petra Blochius. Ich bin ja selber CI-Trägerin und auch schon sehr, sehr lange Mitglied in der Deutschen Cochlea-Implantgesellschaft und auch schon sehr lange auch schon bei verschiedenen Veranstaltungen gewesen. Deswegen kenne ich auch den einen oder anderen Namen, der hier steht. Also ich bin da in der Frankfurter Stiftung für Gehörlose und Schwerhörige die Geschäftsführerin. Das ist so ein Gehörlosen- und Schwerhörigenzentrum, in dem verschiedene Vereine ihr Büro haben, in dem Wohnungen für gehörlose und schwerhörige Menschen sind, in dem viele Kurse angeboten werden, einerseits zu Gebärdensprache, andererseits um Menschen, die aus Ländern kommen, zum Beispiel Nahen Osten, also Flüchtlinge aus Syrien, die Möglichkeit zu geben, die deutsche Schriftsprache zu lernen. Das gibt es bei uns. Wir bieten aber auch Kurse an für Schwerhörige im Arbeitsleben. Wie kann ich auf der Arbeit zurechtkommen mit meiner Hörschädigung? Also es ist ein vielfältiges Zentrum und diese Ausstellung ist ein Teil unseres Hauses. Und ich freue mich, dass ihr hier seid und mit Ulrike durch die Ausstellung geht. Okay. Ja, vielen Dank, Petra. Schön, dass du heute dabei bist. Ich würde dich gerne, also Ulrike würde ich jetzt nochmal fragen. Ulrike, du hast gesagt, du bist Projektleiterin für die Ausstellung. Du bist also nicht Museumsdirektorin. Genau. Also ich empfinde mich mehr als Projektleitung. Ich sammle Ideen und ich versuche eigentlich den Bedarfen, die an mich herangetragen werden, gerecht zu werden. Ich bin da mehr reingestolpert, weil es mich auch so fasziniert hat. Als ich vor 5 Jahren hier angefangen habe in der Stiftung, gab es eine Ausstellung, die sich, also eine Museumsausstellung, die sich zur Geschichte der Gehörlosen und Schwerhörigen nannte. Und sie war aber leider sehr, sehr wenig besucht. Sie ist 2009 mit sehr viel ehrenamtlichen Engagement von Betroffenen auch initiiert worden. Und hat unheimlich viele Informationen zu alten Heiltechniken, zu historischen Ereignissen gehabt und auch einen sehr, sehr großen Teil zu der sehr traurigen Zeit des Nationalsozialismus. Und viele Besucher, die dann noch kamen, haben gesagt, naja, wenn man aus dieser Ausstellung rauskommt, das ist sehr, sehr bewegend, aber es ist auch sehr, sehr traurig.
Und viele Betroffenen haben gesagt, es spiegelt auch nicht mehr so ganz unsere heutige Welt. Und es ist uns so total wichtig, dass wir eben auch die heutige Welt transparenter machen und dort einfach allen Menschen mehr Möglichkeiten geben, dort Einblick zu bekommen. Und das ist auch so eine Herzensangelegenheit von mir. Ich möchte einfach gerne, dass diese doch einfach nicht sichtbare Behinderung mehr sichtbar wird, mehr ins Bewusstsein kommt. Und ich sage immer, also als ein Beispiel, solange die Leute sich nicht bewusst sind über Akustik, solange Restaurants keine Akustikdecke haben, solange habe ich noch einen Job in der Frankfurter Stiftung. Und neben Akustik haben wir hier noch 100 andere Themen, die auch super spannend sind, wo wir einfach sagen, dazu müssen die Leute eigentlich etwas wissen, denn egal wen man fragt, jeder kennt irgendeinen, der ein Hörgerät trägt und kaum einer weiß, was das eigentlich bedeutet. Ja, das war jetzt schon mal eine sehr leidenschaftliche Eröffnung. Ich glaube, das nimmt ganz viele Leute mit. Ich habe einmal ganz kurz noch jetzt die ganze Zeit vergessen. Es gab eine Frage von Angelika Gollnick, ob es den Bedarf gibt, dass wir nochmal erklären, das mit den Untertiteln, oder sieht die jeder, der sie braucht? Falls es da Probleme gibt, bitte einmal ganz kurz sich melden. Und sonst gehe ich davon aus, solange im Chat nichts zu lesen ist, dass das klar ist. Also wir haben Untertitel, die also wie Untertitel üblich hier unten stehen. Ja, Ulrike, du hast jetzt gesagt, es gibt viel, also du siehst sozusagen so einen Aufklärungsauftrag auch in deiner durch die Ausstellung. Du hast jetzt bewusst das Wort Ausstellung, glaube ich, gewählt und nicht Museum. Vielleicht kannst du dazu noch mal ganz kurz was sagen, weil ich bin damals in ein Museum gegangen. Also wir haben das auch sehr lange diskutiert. Vielleicht gehe ich noch so ein bisschen in die Geschichte zurück. Also als wir sozusagen von Betroffenen gemerkt haben, da ist ein Bedarf, dass dieses Museum sich verändert, dass sich das Museum der aktuellen Zeit anpasst, haben wir relativ zeitgleich einen Kontakt bekommen zur Fachhochschule, zur Frankfurter University of Applied Sciences, die hier 400 Meter weiter auch in der Rothschildallee ist. Und die haben relativ schnell mit uns eine Kooperation angefangen, weil sie auch eben im Bereich Gesundheitswesen Studenten ausbilden und gesagt haben, in ihrer Ausbildung der Studenten fehlt eigentlich sehr stark auch nochmal die Perspektive auf Hörbehinderungen. Was brauchen Menschen mit Hörbehinderungen? Das war der erste Kontakt, auch vor ungefähr 5 Jahren. Vor 3 Jahren kam die Fachhochschule erneut auf uns zu und hat gesagt, sie haben einen großen Umbau vor. Und was wir von der Idee halten würden, wenn man die Ausstellungen zusammenlegt, also die Ausstellungen. Die Fachhochschule hat auch eine Ausstellung, nämlich zu barrierefreiem Wohnen gehabt. Oder hat sie auch immer noch jetzt in unseren Räumlichkeiten. Ja, wir waren von Anfang an gleich sehr begeistert von der Idee, haben uns aber überlegt, wie kriegt man jetzt ein Pflegebett neben ein antikes, altes Hörrohr gelegt? Und wir haben über 3 Jahre an einem pädagogischen Konzept gearbeitet mit einer sehr kreativen, pfiffigen Ausstellungsagentur aus Berlin. Und ich darf Sie heute einladen in unsere Wohnung. In unsere Wohnung, Hallo Freiheit. Sie können mit mir gleich durch einzelne Wohnräume spazieren. Wir befinden uns hier gerade im Eingang. Ulrike? Ja? Bevor du weitergehst oder bevor du jetzt losmarschierst, es flimmert ein bisschen und ich habe das Licht im Verdacht. Hast du so Neonröhren oder irgend sowas Ähnliches? Oder? Meinst du, das geht auch ohne? Wenn nicht, dann nehmen wir das Flimmern aus. Also, ja, pass auf. Ich probiere mal eine Kleinigkeit zu verändern. Da muss ich mal kurz hinter meine Kamera. Ja, wir unterhalten uns so lange weiter. Wer weiß, was Ulrike da jetzt macht. Ja, wie Weihnachten. Spannend. Ist es so besser? Das flimmert immer noch, aber es spiegelt zumindest nicht mehr in deiner Brille. Das ist auch schon mal gut. Ich finde es besser. Vermutlich, wenn ich mich auch gleich nachher noch ein bisschen mehr durch die Ausstellung bewege, stellen sich die Bilder auch noch mal wieder ein bisschen schärfer. Also ich wollte euch jetzt nur einmal einen kleinen Einblick hier in unseren Eingangsbereich geben. Also hier kommt ihr rein. Ja. Und
Hier seht ihr dann so die einzelnen Stationen. Hier im Eingangsbereich erklären wir erstmal nochmal, wer die Kooperationspartner sind. Also ich hatte ja eben schon erzählt, dass wir dann mit der Fachhochschule eine Kooperation begonnen haben und uns überlegt haben, wie wir hier ein schönes Ausstellungskonzept hinbekommen. Und als dritten Kooperationspartner, der schon früher auch immer mit der Fachhochschule zusammengearbeitet hat, ist im Boot auch noch der Sozialverband der VDK Hessen-Thüringen. Ja. Ja, dann, also wir haben gerade einen Hinweis gekriegt, wie man das Flimmern einstellen könnte oder ausmachen könnte, nämlich, dass du in deiner Kamera das Flimmern auf 50 Hertz einstellen mögest. Aber ich habe gedacht, wahrscheinlich machen wir es jetzt mal mit Flimmern und fürs nächste Mal kriegen wir es dann besser hin. Danke, Tobias. Oder ist das ganz einfach und du kannst es in einer Sekunde klären? Nicht, er sagt wahrscheinlich doch eher nicht. Also dann machen wir mal weiter. Jetzt sind wir, glaube ich, gespannt, dass du uns mal durchs Haus führst. Die Texte kann man nicht gut lesen, also insofern. Genau, also es geht hier auch mehr, es ist eine sehr interaktive Ausstellung. Also dieser Bereich hier im Eingangsbereich, das ist eigentlich der einzige Bereich, wo man wirklich viele Texte findet. Wir wollen hier einfach nochmal sensibilisieren zu, was sind denn Barrieren? Und wir haben auch gleich zu Beginn, wenn man reinkommt, unsere erste Barriere selber gebaut. Ich nehme euch jetzt noch mal ein Stückchen mit. Ich weiß nicht, ob ihr hier das erkennen könnt. Im Eingangsbereich gibt es eine kleine Rampe. Und was für den Rollstuhlfahrer eine Barrierefreiheit ist, ist für den seheingeschränkten Menschen eine Barriere. Und das Thema wollen wir eigentlich relativ durchgängig hier auch in der Ausstellung sensibilisieren. Wir haben uns eben abgegrenzt von dem Namen Museum, weil wir wollen, dass die Menschen hier etwas erleben und dass wir in einen interaktiven Prozess kommen, dass man Dinge reflektiert und dass man gemeinsam überlegt, wie wir zusammen über Barrieren kommen. Und Voraussetzung ist natürlich, dass man erstmal auch ein paar Barrieren kennenlernt. Dazu haben wir hier am Anfang die Möglichkeit, auch Barrieren auszuprobieren. Also wir haben einen Alterssimulationsanzug, wo man Gewichte sich überhängt, um einfach mal so ein Gefühl zu kriegen, wie ist es, wenn man bewegungseingeschränkt ist, so wie ältere Menschen. Man kann mit einem Rollstuhl durch die Ausstellung fahren. Man kann mit sichteinschränkenden Brillen die Ausstellung begehen. Ich gebe euch mal eine. Einen Moment. Und was für ein Syndrom ich euch da jetzt gerade über die Nase hänge, das kann euch bei der nächsten Führung meine Kollegin vom VDK bzw. von der Fachhochschule erklären. Ich muss mal gucken. Ich bin gleich fertig. Ja, also mit so einer Brille könnt ihr durch die Ausstellung gehen und das gibt halt unterschiedliche Krankheitsbilder, die eben diese Sichteinschränkungen machen. Hier an den Wänden haben wir viele Menschen aufgenommen. Wir haben gesagt, wir wollen nicht nur Persönlichkeiten aus der Geschichte bekannter machen, sondern wir wollen auch eben zeigen, wie Menschen heute leben. Und mal gucken, ob ihr hier jemanden erkennt. Wenn ihr aufmerksam vergleicht. Ich weiß nicht, ob alle jetzt die Petra auch hier in der Kachel sehen, im Zoom. Also das ist Petra Blochius. Damals noch mit längeren Haaren als heute. Sie ist heute bei uns zu Gast. Ist wie so ein Memory-Suchspiel. Ja. Ja, ganz wichtig sind uns eben unterschiedliche Themen in Bezug auf Beschwerdigkeit. Ich denke mal, ich bin hier vor einer ganzen Reihe von Profis, die alle schon mal sicherlich die Sprachbanane gesehen haben.
Wir befinden uns hier in der Küche, wo wir weiter sensibilisieren eben zu Mobilität, zu Möglichkeiten, wie man eben im Alltag gut leben kann. Es gibt zum Beispiel höhenverstellbare Küchenplatten. Im Januar haben wir eine sehr schöne Führung auch nochmal zu Hilfsmitteln zur sicheren Nahrungsaufnahme. Da gehört unter anderem auch so eine Tasse dazu, mit der man trinken kann, ohne den Kopf in den Nacken machen zu müssen. Also das heißt, es verhindert Schluckproblematiken. Ja, und wenn ich jetzt an etwas vorbeikomme, wo ihr sagt, da möchtet ihr gerne noch mal mehr Informationen, dann müsst ihr einfach Stopp rufen. Wir befinden uns hier im Arbeitszimmer, wo wir noch mal sensibilisieren, auch zur Geschichte. Also 1770 hat der Abbé Lippé die Gebärdensprache ins Leben gerufen, anlässlich der vielen gehörlosen Kinder, die eben bei Kirchen abgegeben wurden. Im Mittelalter sind ja Kinder mit Behinderungen oft einfach den Kirchen übergeben worden und man war eben da der Überzeugung, dass auch diese Kinder einen Anspruch auf eine Kommunion haben, und so hat sich die Gebärdensprache entwickelt. Ich nehme euch jetzt mal mit ins Badezimmer. Hier kommen wir vorbei an einer Hörsimulation. Man kann hier in der Ausstellung testen oder einen Eindruck bekommen über Kopfhörer, wie es sich anhört, über ein CI zu hören. So, wir kommen hier vorbei am Speicher und gehen dann ins Badezimmer. Ulrike? Ja? Ich habe eine Frage. Du hast gerade gesagt, da gibt es Kopfhörer, wo man sich einfach anhören kann, wie man mit CI hört. Zeigst du das nochmal oder kannst du das uns zugänglich machen oder geht das nicht, weil es eben über die Kopfhörer geht? Ja, also das geht tatsächlich über die Kopfhörer. Es gibt hier von der Frankfurter Universität einen Link zu auch einer Simulation, die kann ich euch gerne auch im Nachgang nochmal zur Verfügung stellen. Und dort hört man dann einfach ein Hörbeispiel, was sich am Anfang eben sehr, sehr metallisch und sehr futuristisch anhört. Und tatsächlich, also es macht mir immer am meisten Spaß. Ich lasse die Leute oft es gerne zweimal hören. Und beim ersten Mal habe ich dann immer so rätselnde Blicke. Und beim zweiten Mal geht dann plötzlich so, wow, ja, ich kann es erahnen. Und das ist immer sehr, sehr schön, weil man einfach vielleicht so ein kleines Gespür bekommt, was Technik manchmal eben auch machen kann. Aber uns ist in der Führung wirklich auch ganz wichtig, dass wir vor allen Dingen eben zu den Barrieren sensibilisieren. Also da würde ich jetzt dann nochmal zurückgehen zu der Sprachbanane, wo wir sensibilisieren, wie schwierig es ist, dieses Wörterpuzzle zu komplettieren, wie schwierig es ist, ohne Mundbild, ohne diese Unterstützung nochmal einfach auch Sätze sich zusammenzureimen, zu verstehen. Wir sensibilisieren auch zu der Schmerzgrenze, also dass für Schwerhörige auch nicht alles unendlich lauter gestellt werden kann, dass eben trotz Hörgeräte oder CI-Versorgung es immer einfach noch Grenzen gibt und vor allen Dingen die Störlärmsituationen einfach ein sehr großes Problem sind. Und wir haben hier auch Workshops mit Kindern und Jugendlichen. Da habe ich gerade in den letzten 2 Wochen einige Workshops gehabt, wo es mir nochmal so bewusst geworden ist, wie sehr gerade diese jungen Menschen damit kämpfen um die Glaubwürdigkeit, weil man es ihnen einfach nicht ansieht. Sie sprechen zum Großteil sehr, sehr gut und sie klären ihr Umfeld auf, oft in eben ruhigen Zweiersituationen, und die Menschen, die dann aufgeklärt worden sind, verstehen dann oft nicht, warum es jetzt plötzlich in einer Dreiersituation oder in so einer halligen Situation, wie wir hier hinten im Badezimmer haben, Kommunikation plötzlich nicht mehr so funktioniert. Habt ihr das bewusst gemacht, dass das im Badezimmer so hallig ist? Ist ja auch so.
Also ich habe bewusst, wir haben im Eingangsbereich extra auch einen Teppich gelegt, um auch dort zu zeigen, es gibt diesen Kugelgarnfilz, der wirklich sehr unempfindlich ist. Also hier werden auch noch viele Menschen, hoffe ich, durchgehen. Und ich möchte einfach zeigen, dass so ein Teppich resistent ist, der wird in Klassenzimmern verlegt, der wird sogar teilweise in Kliniken verlegt, wo man mittlerweile einfach auch sagt, eine gewisse Bakterienkultur müssen wir auch zulassen. Und also es gibt da viele, viele positive Erfahrungen. Und dennoch haben wir auch gerade in Schulen immer ganz, ganz große Widerstände, wenn es um das Thema Akustik geht, wie man so etwas umsetzen kann. Ja, wenn Sie in die Ausstellung kommen und falls einer dabei ist, der auch eine Hörbehinderung hat, wir haben hier so ein kleines Fläschchen mit Öl von einem Ohrenkrabbler und das hilft. Das hilft gegen Hörbehinderung. Wir verkaufen das meist bietend, vielleicht. Vielleicht können Sie auch 2 Tropfen bekommen. Ein Vorzugsangebot für unsere Teilnehmer. Genau. Ja, nochmal im Speicher vielleicht auch interessant, haben wir hier von alten Hörgeräten auch ein Schreibtelefon, was beispielsweise auch ein kleiner Renner in unserem Escape Game ist. Also mit den Kindern und Jugendlichen haben wir ein Escape Game entwickelt. Und da wurden eben einfach die Jugendlichen befragt, was finden sie am spannendsten? Und die sind durch die Ausstellung gegangen, haben dann rote Punkte geklebt. Und dazu haben wir uns dann Rätsel überlegt. Hast du so ein Rätsel parat, dass man sich das mal vorstellen kann? Also, für alle, die möchten, die sich in unserem Newsletter anmelden, am 15. wird dieses Spiel in einer Beta-Version online gestellt, also oder verteilt. Und wir testen das und Ende Januar beziehungsweise bis Ende Dezember sammeln wir nochmal ein Feedback, sodass es dann im Januar richtig veröffentlicht werden kann und allen zugänglich gemacht wird. Und alle, die bei uns eben daran teilgenommen haben, an der Entwicklung oder die sich über den Newsletter anmelden, die können auch erste Spiele Entwickler, Tester sein. Also seid ihr alle herzlich eingeladen. Ich freue mich. Ich vermute, dass Petra Blochius vielleicht den Link kennt und in den Chat schreiben kann, wie man das daran teilnehmen kann. Es wäre nett so nebenbei. Sonst machen wir es anders noch irgendwie. Aber du kannst mich gerne weitermachen. Das ist spannend. Genau. Also am besten über die Homepage zum Newsletter anmelden, weil das Spiel im Moment noch nicht online ist. Also wir haben noch keinen Spiele-Link. Den kriegt ihr dann zugeschickt über den Newsletter. Gut, und Petra schreibt in den Chat, wie man das macht. Ah, wir haben schon. Wir haben schon einen Eintrag. Du wirst dich vor Anfragen nicht retten können. Sehr schön. Ja, wir haben hier auch noch eine Station, wo wir zu dem Thema DGS und LBG sensibilisieren. Also die deutsche Gebärdensprache ist ja eine vollwertig anerkannte Sprache. Ich glaube, ich muss euch wieder ein bisschen drehen, weil es so sehr flimmert. Also wie gesagt, die deutsche Gebärdensprache wurde 1770 entwickelt durch den AB Lippe. Wurde dann aber, nachdem sie europaweit und auch weltweit sich einzelne Schulen gegründet haben, aber 1880 wieder mehr oder weniger verboten. Es gab einen Mailänder Kongress, also in Europa haben sich die hörgeschädigten Pädagogen zusammengetan, vorwiegend Hörende. Und man war der Überzeugung, dass es wichtig ist, dass Gehörlose und Schwerhörige eben lautsprachlich erzogen werden. Nur so können sie in der hörenden Welt zurechtkommen. Und daraufhin hat man die Gebärdensprache dann eben in den Schulen mehr oder weniger verboten und abgeschafft. Dann nehme ich euch jetzt mal am Badezimmer vorbei mit zu unseren Kalenderblättern. Im Badezimmer gehen wir auch nochmal auf die Bedeutung der Mimik ein. Da gibt es hier dann auch kleine Übungen, was man alles eben absehen kann, dass viele Laute eben hinten im Rachen gebildet werden, die man gar nicht vorne sieht.
Klassisches Beispiel, der Unterschied zwischen Mutter und Butter ist einfach am Mundbild gar nicht abzusehen. So, hier kommen wir jetzt nochmal zu dem traurigen Kapitel der NS-Zeit. Das wollen wir natürlich auch auf keinen Fall in Vergessenheit geraten lassen. Hier kann man einfach auch nochmal Informationen dazu bekommen, dass eben doch auch sehr viele Gehörlose der Euthanasie zum Opfer gefallen sind, zwangssterilisiert worden sind. Und natürlich hat Frankfurt auch ein paar Stolpersteine, wo man eben die Geschichte nochmal in Erinnerung behalten möchte. So, wir waren jetzt hier bei dem Verbot eigentlich der Gebärdensprache. Die hier hinten 1880 begonnen hat und eigentlich erst 2002 mit dem Behindertengleichgestellungsgesetz wieder eine Anerkennung bekommen hat. Erst in der UN-Behindertenkonvention 2006 ist dann die Gebärdensprache auch als vollwertige Sprache anerkannt worden. Mit der Auswirkung, dass man heute eine Wahlmöglichkeit hat, als Betroffener zu entscheiden, ob man in Gebärdensprache oder in Lautsprache, ob man einen Schriftdolmetscher oder einen Gebärdendolmetscher in gewissen Situationen als Unterstützung haben möchte. Wie die Realität aussieht, muss man sagen, ist leider nochmal auf einem anderen Blatt, aber es ist schon sehr wichtig, diese Entwicklung auch zu verstehen, über wie viele Jahre Behinderung immer auch ein sehr, sehr großer Makel war. Und also das hat sicherlich auch sehr viel damit zu tun, wie wir heute damit umgehen, wie wenig wir eigentlich wissen, wie man eben gut zusammen über Barrieren kommt und wie wir einfach natürlich mit Menschen umgehen können, die eine Behinderung haben. Ulrike, ja? Ulrike, ich würde dir jetzt gerne noch so ungefähr 5 Minuten geben für deine Ausstellung, wenn das so für dich passt, und dann mal ein paar Fragen auch in die Runde stellen oder auch Fragen zulassen. Sehr gerne. Ja? Dann führe ich euch noch einmal kurz ins Schlafzimmer und ins Kinderzimmer. Besonders spannend finden vor allen Dingen meine jugendlichen Besucher hier in der Ausstellung die Frage, wie wecken sich Menschen mit Gehörlosigkeit oder Schwerhörigkeit. Und hier haben wir ein ganzes Sammelsurium an kleinen Lichtbeckern und auf der gegenüberliegenden Seite haben wir auch nochmal so Rüttelkissen. Und es ist immer ganz niedlich, wenn man die Jugendlichen fragt, die dann sagen, ja, naja, ich lasse mich durch die Mama wecken und die lassen sich bestimmt auch durch die Mama wecken. Und dann grübeln wir oft gemeinsam, was man denn dann machen könnte, wenn dann die Mama nicht mehr wecken will oder nicht mehr im eigenen Haus wohnt. Ja, eine Station, die mir auch sehr, sehr am Herzen liegt, ist hier unsere Weltkarte. Und zwar möchten wir hier sensibilisieren, dass weltweit man unterschiedliche Erfahrungen gemacht hat und dass es sicherlich irgendwo jeder einmal eine Erfahrung gemacht hat, die besonders positiv war. Und hier haben wir die Möglichkeit, diese Erfahrungen zu sammeln und eben auch anderen zur Verfügung zu stellen, um Best-Practice-Beispiele weiter zu verdoppeln und zu leben. Kurze Frage, Ulrike. Wie sammelt ihr das, nur von den Leuten, die bei euch im Museum sind? Oder weiß nicht, vielleicht ist ja hier unter unseren Teilnehmern oder sonst wo noch jemand, der da was erzählen kann. Es gibt ja auch verschiedene Reisen. Also weiß unser bayerischer Regionalverband, die haben so eine Art, also das heißt Gamberoni-Reisen. Also das ist einfach eine Teilnehmerin, die eine besondere
Beziehung einfach zu verschiedenen Ländern hat, ich glaube vor allem zu Ungarn, und dann fahren die halt dann in diese Länder rein und so. Wäre das vielleicht auch noch eine Idee, das zu erweitern dann, diese? Also ich würde mich sehr, sehr freuen, denn wir haben ja auch ein gemeinsames Projekt, wo wir mit euren Jugendscouts eine Weltkarte bestücken mit Informationen, wie ist dort die Barrierefreiheit, was haben sie erlebt. Und dieses Thema haben wir hier in der Stiftung auch aufgegriffen. Wir haben einzelne Gruppen gehabt, die einfach uns Rückmeldungen zu unterschiedlichen Ländern geben. Und wir wollen alle diese Informationen in einer kleinen Karte sammeln, wo man einfach über die Länder fahren kann, wo man über kleine Punkte scrollt und dann 2, 3 Informationen zu dem Land bekommt, um einfach auch nochmal so zu sensibilisieren, wie ist es in anderen Ländern? Und gerade von deinen Jugendscouts habe ich mitbekommen, dass die sehr, sehr beeindruckt waren, wie gut letzten Endes die Versorgung hier in Deutschland ist. Ja, also ich freue mich sehr. Also ich lade Sie alle herzlich ein. Sie können es ja an dich schicken oder an uns direkt, Informationen zu den Ländern. Und je mehr Rückmeldungen ich kriege, desto bunter wird unsere Landkarte. Also ein Punkt auf unserer Landkarte in Deutschland ist sicherlich ein Busunternehmen, wo ein gehörloser Busfahrer, der hängt hier auch als Bild, der Peter Scheifele, als erster gehörloser Mensch einen Führerschein als Busfahrer genehmigt bekommen hat, mit der Auflage, mit einer hörenden Person in Begleitung fahren zu dürfen. Und er macht ganz fantastische Reisen für eben gehörlose Menschen. Und solche Best-Practice-Beispiele, finde ich, sind es auch wert, irgendwo sichtbarer zu werden. Ja, so, also dann ganz kurz zum Abschluss. Wir sind hier in der Hightech-Ausstellung. Wenn unser Kollege von der Fachhochschule jetzt hier wäre, dann wäre das auch sicherlich kein Problem gewesen, diese Einstellung der Kamera zu machen. Denn wir haben hier einen absoluten Technik-Freak, der dann eben auch über die unterschiedlichen Robotiksysteme der Fachhochschule nochmal einfach mehr Auskunft geben kann und auch Hausautomationstechnik. Also hier verstecken sich noch ganz viele Informationen. Gucken Sie einfach auch immer nochmal auf unsere Homepage, weil wir haben im nächsten Jahr fast jeden letzten Mittwoch im Monat einen kostenfreien Termin, wo man sich einfach dazu buchen kann und wir dort eben dann zusammen über ein Spezialthema sprechen werden. So, und für die weiteren Fragen setze ich mich ins Wohnzimmer. Ja, da geht wieder zurück. Solange du ins Wohnzimmer gehst, du gehst in das Wohnzimmer, ich dachte in deins. Okay, aber solange wie du darüber rollerst, danke ich dir erstmal ganz herzlich für diesen schönen Rundgang. Es war, glaube ich, echt spannend, mit dir da so durchzugehen. Und ja, das Weitere muss man dann vor Ort erkunden und ist sicherlich ein gutes Ziel auch mal so für verschiedene Selbsthilfegruppen oder so, dass dann mal, ich glaube, das Wissen noch zu wenig. Also das, glaube ich, wäre wirklich was Schönes, schöner Ausflug einfach für Leute, die mal einfach auch einen Tag in Frankfurt verbringen wollen. Ja, ganz herzlichen Dank. Ja. Oder sehr, sehr gerne auch online. Also ich denke, das ist auch wirklich ein schönes Format, wo man jetzt einfach auch als Gruppe nochmal was zusammen machen kann, wo man in einer Gruppe von 10 Leuten auch wirklich überschaubar gut in eine nette Diskussionsrunde kommen kann. Gut, super. Ich würde jetzt gerne mal den Blick richten auf unsere Teilnehmer, mal gucken, ob da spontane Meldungen kommen. Und ansonsten hätte ich so ein paar Stichworte, die ich gerne mit euch, mit Ihnen diskutieren würde. Marisa, siehst du alle? Ich sehe gerade Schlögel. Frau Schlögel. Ich schalte mal mein Mikro ein. Können Sie mich hören? Ja, sehr gut. Ja, hallo. Mein Name ist Jutta Schlögel. Ich kenne Frau Gengler auch über den DCIG. Und ich arbeite beim Deutschen Museum in München und freue mich auch heute. Herzlichen Dank für den inspirierenden Vorgang. Gang durch Ihre Ausstellung, wunderschön. Und mich würde es einfach auch interessieren, wie handhaben Sie das? Haben Sie generell auch Öffnungszeiten? Wer sind die Zielgruppen? Also wie machen Sie so den Betrieb und wen erreichen Sie da? Also wir sind wirklich für alle da. Also wir wollen Menschen ohne Hörbehinderung sensibilisieren.
Wir sind für Menschen mit anderen Behinderungen da, durch diese Fachberatung, also durch diese ganzen Experten, die wir auch haben, gibt es ein großes Beratungsangebot, ergänzt auch durch unsere EUTB-Beratungsstelle im Haus. Und ja, zu den Öffnungszeiten, also wir bieten, wie gesagt, über die Homepage im Moment Corona-bedingt. Und weil wir es auch finden, dass es wirklich ein tolles Medium ist, Menschen schneller und anders zu erreichen, wir bieten eben diese Online-Führungen. Und wir bieten für kleine Gruppen, je nach Lage, auch eben Vor-Ort-Führungen an. Schulklassen konnten bis vor kurzem hier eben noch Führungen mitmachen. Und ansonsten gehen wir auch sehr individuell auf den Bedarf bei Anfragen einfach ein. Ja, ja, vielen Dank. Also an der Stelle möchte ich einfach auch sagen, ich leite die Experimentierwerkstatt im Deutschen Museum. Und wir haben da verschiedene Themen, also es sei auch 3D-Drucken, Licht, Elektronik. Aber wir haben auch das Thema Hören und Akustik und haben da ein Programm entwickelt, die Hörwerkstatt, die immer wieder bei uns als temporäres Programm eben steht. Und es wäre auch mal schön, sich da in dem Rahmen vielleicht auszutauschen. Ja? Herzlich gerne. Ja. Und digital ist München, wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch keine Strecke. Ja, das stimmt. Ja, es hat mich jetzt auch beeindruckt, wie gut man doch einen Eindruck bekommen kann, wenn man hier so virtuell durchgeht, also mit Führung natürlich. Sehr schön, vielen Dank. Wunderbar, zwei glückliche Frauen. Gibt es sonst noch spontan Meldungen, Leute, die Lust haben, irgendwas anzuregen? Vielleicht gibt es auch Ideen, was hat euch gefehlt in der Ausstellung? Ansonsten würde ich mal die Frage in die Runde werfen, was ihr als, denke ich, hauptsächlich Cochlea-Implantat-Träger zum Thema Simulation von CI-Hören sagen würdet. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal so Simulationen gehört hat, vielleicht vor der Implantation oder im Zuge von irgendwelchen Beratungen oder sowas. Kennt ihr diese Simulationen, die es so gibt? Da nickt jemand, der Herr Eckmüller, Rudi Eckmüller. Ich nehme mir mal die Freiheit, ja. Eine sehr schöne Deko im Hintergrund, sehr schön. Zeitgemäß. Ja. Ja, ich kann nicken, allerdings ja. Bin ich jemand von denen, die sehr, sehr frisch implantiert sind. Also ich habe jetzt gerade mal 3 Wochen mein Prozessor drauf. Und da habe ich mich natürlich vorher schon sehr viel versucht, schlau zu machen. Und stelle fest, es ist gut, wenn man sich vorher darauf vorbereitet, was einen ereilen kann. Aber die Realität ist dann schon sehr individuell. Und von daher, ich glaube, so eine Simulation ist etwas, wo man einfach mal einen allgemeinen Überblick bekommt. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe das große Glück, ich habe den Prozessor drauf bekommen und habe ab dem ersten Tag sofort hören können und habe Text verstehen können und kann jetzt nach 2-3 Wochen ganz normal telefonieren damit. Kurze Rückfrage, hast du dieses Mini-Mickey-Maus-Hören, den Effekt, hattest du den? Vom Klang her ja. Aber nicht vom Verständnis her. Und darum grundsätzlich, also ich finde es gut, wenn sowas passiert, weil jemand, der nicht in der Situation ist, kann sich das einfach überhaupt nicht vorstellen. Ich bin selber Musiker, ich kann das meinen Musikern über Vocoder, über solche Begrifflichkeiten erklären, die das dann kennen, aber jemand, der da auch keinen Zugang hat, der braucht schon irgendwie ein Beispiel. Und darum finde ich es gut, wenn sowas gemacht wird. Mich würde auch nochmal sehr, sehr interessieren, es ist jetzt doch einfach nochmal auch eine andere Altersgruppe, die jetzt hier in der Online-Videoführung dabei sind. Was sind so Themen, die Ihnen besonders wichtig sind, wenn jetzt hier Menschen, die guthörend sind, durch die Ausstellung gehen oder auch Betroffene? Was ist Ihnen wichtig, was als Botschaft mitgegeben werden soll? Grübeln erstmal alle.
Andrea, die meldet sich. Hallo, ich bin die Andrea aus Bayern. Zu der Frage, was wichtig ist, dass man den Leuten einfach mal klar macht, wir haben eine unsichtbare Behinderung, fangen wir mal so an, eine unsichtbare Behinderung, und das muss irgendwie mal klar gemacht werden. Es muss viel deutlicher gemacht werden, wie sich Hörschädigung anfühlt oder anhören sollte. Also, ob man schon, und zwar auch bei jedem kleinen Verlust, 10 dB Verlust, 20 dB, 30 dB, dass man das nochmal wirklich richtig zeigt und auch, also auch Hörtechnik mal zeigt, was hört man so wenig, aber wirklich nicht, man kennt diese Situation schon, man hat, gibt ja solche Präsentationen, aber das müsste noch viel tiefer gemacht werden, weil in welchen Situationen ist das schwierig, wenn man 10 dB verloren hat, in welchen Situationen ist es schwierig, wenn man 50 dB oder 80 oder sonst was verloren hat, wie, und auch mal zu erklären, wie hört man, wenn man fast taub ist oder auch gehörlos ist, wie spüren die, wann spürt man endlich so einen Ton? Eigentlich geht das ja nur über Spüren. Das sollte viel mehr über Körper, mehr, auch mehr Sensibilität, mehr über die Körper zu fühlen sein und auch hörtechnisch da nochmal dargestellt werden. Weil das verstehen viele nicht. Oder auch schon mal zu sagen, was höre ich denn überhaupt an Sprache, an Buchstaben? Wie viel, also bei 10 dB höre ich ja noch alle Buchstaben noch relativ. Aber es gibt ja diese Sprachbanane, und dass man das richtig hören lässt. Ich höre die Buchstaben, ja, die Tischlaute nicht mehr, oder das verstehen die Leute einfach nicht. Und um das mal verständlich zu machen, dass das oft deswegen auch Missverständnis ist. Ja. Und das Wort Missverständnis ist auch ein sehr gutes Wort. Ich muss sagen, das sollte man den Leuten auch mal klar machen. Was heißt denn Missverständnisse bei den Hörgeschädigten? Weil das ist sehr schwierig. Oder wie, was mir noch einfällt, man fällt so vieles ein, dass man doch mal sagt, wie hören denn wirklich Hörgeschädigte? Die hören ja nicht jede Silbe, sondern die müssen ja kombinieren. Die hören ja, früher war es so, dass man nur jede zweite Silbe oder dritte Silbe hört und dass man dann kombinieren muss. Wie arbeitet das Gehirn mit der Hörschädigung? Weil ich kann mich noch erinnern, als ich in der Schule war, wir haben Diktate ohne Ton geschrieben. Also das hat einmal vorgelesen, dann hat sie es ohne Ton, wo wir nur vom Mundbild ablesen mussten. Das war damals im Lehrplan so in NRW. Und da haben wir gelernt zu kombinieren. Ja, also wir mussten wirklich kombinieren. Was hat die jetzt gesagt? Wir wussten schon das Thema, aber wir haben echt kombinieren müssen, weil ja die Mundbilder, die Mutter, Butter ist ja gleich. Wir mussten da lernen, aha, ablesen, hören und kombinieren. Also das war damals so, wir haben Diktate geschrieben, erst vorgelesen, laut vorgelesen, ich war ja schwerhörig, an der Förderschule, und dann wurde der Mund, nur noch Mundbild bewegt oder Flüsterton, das haben wir eh nicht mehr gehört. Und dann mussten wir echt alles ablesen oder absehen vom Mund und dann kombinieren, wie passt das jetzt? Sicherlich ganz schwer. Aber das sind, glaube ich, viele, viele tolle Anregungen, ne, die Ulrike da nochmal. Also auch so im Sinne von einer Mitmach, also so Mitmach-Szenen, also selber ausprobieren. Ich hatte neulich eine Situation beim Bäcker, jetzt aufgrund der Masken, die wir tragen müssen und aufgrund dieser Plexiglasscheiben und Distanz und so. Ich habe die Frau nicht verstanden, die hat mir, glaube ich, einen Preis gesagt oder so, und ich habe es einfach nicht verstanden, dreimal nachgefragt, viermal nachgefragt, nicht verstanden. Und dieses Frustgefühl, was sich dann da einstellt, da habe ich gedacht, aha, so fühlt sich das an, wenn ich immer und immer und immer nichts verstehe. Und das so fühlbar zu machen, ich glaube, das geht ein bisschen auch in die Richtung, was Andrea gerade geschildert hat. Ja, da würde ich auch gerne ergänzen, weil was mir auch gut in Erinnerung geblieben ist, ist der Beitrag von unserem Gast aus dem Sommer, von Sebastian Fehr, der hatte mal gebloggt darüber, warum passt schon, eben nicht passt. Also dieses klassische, man ist in einer Gesprächsrunde, die Leute unterhalten sich, man kommt dazu, man kriegt es nicht richtig mit, man fragt nach, man versteht es auch beim Wiederholen nicht, und dann wird es abgewunken, ach, nicht so wichtig. Und so dieses Gefühl, was das dabei bei einem dann auslöst, also dass das eben nicht in Ordnung ist, das einfach so
wegzuwischen, dass man damit jemanden bevormundet. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Botschaft. Und zu dem, was Andrea gesagt hat, ich hatte auf einer Messe mal auch so ein Hörerlebnis. Ich habe ja kein CI, insofern, ich hatte so einen Kopfhörer aufgesetzt bekommen und mal ein Gespräch in einer sehr lauten Umgebung verfolgt. Also es war so simuliert mit Hörgerät und in eine Kneipensituation. Und dann dasselbe Gespräch nochmal mit einem Richtungsmikro. Und plötzlich war das viel klarer zu verfolgen und man hat richtig was raushören können. Und das war auch so ein Aha-Erlebnis. Vielleicht ist das auch noch was Simples, was man ergänzen kann oder auch mal einbringen kann. Frau Schlögl. Ich wollte da noch was ergänzen. Also ich selber bin Hörgeräteträger einseitig. Und ich dachte da, bis das gemessen wurde, dachte ich immer, dass die Sprecher im Fernsehen so undeutlich sprechen neuerdings, also dass die gar keine ordentliche Sprechausbildung anscheinend mehr haben im Zuge der Kosteneinsparung. Ja, gut, also jetzt weiß ich es besser. Aber das Nette ist, dass ich jetzt auch meine Mutter begleitet habe zum Hörgeräteakustiker. Aber das hat auch lange gedauert, weil meine Mutter hat also immer gesagt, ich höre alles. Ich höre alles, aber sie hat zwar gehört, aber nicht verstanden, weil ihr natürlich aus dieser Sprachbanane genau die entscheidenden Laute immer wieder gefehlt haben. Und das finde ich auch nochmal so ein Punkt, wo man die Leute auch sensibilisieren kann. Die finden ja, sie hören gut, sie hören was, aber sie können es nicht verstehen. Und deshalb, da gibt es eigentlich schon viele, die eigentlich auch zum Akustiker oder zum HNO-Arzt mal gehen müssten. Und dieser Unterschied zwischen Hören und Verstehen ist eben auch so, für mich war es sehr eindrücklich. Ja, viel Anregung, glaube ich, ne? Ich wollte auch noch kurz was sagen zu den Simulationen. Da waren wir ja eigentlich auch dabei, Simulationen, wie kann man hören? Wir benutzen auch sowas in unserer Hörwerkstatt, weil wir auch die CIs thematisieren. Und ich finde nur wichtig, dass man dazu sagt, möglicherweise hört jemand so. Es ist ja eine Simulation und es ist ganz bestimmt bei allen Leuten ganz unterschiedlich. Und für mich dient es eher dazu zu sagen, ja, man kann natürlich nur bestimmte Frequenzen dann weitergeben. Das ist eine eingeschränkte Weitergabe. Also dass man nur einen gewissen Eindruck vermitteln kann und dass man nicht sagen kann, so hört man mit CI. Das spricht mir sehr aus der Seele, deswegen habe ich auch dieses Stichwort vorhin angesprochen, weil, also ich bin ganz sicher, Ulrike, dass ihr das so nicht habt, aber ich kannte Simulationen, also ich habe ja eine CI-Tochter und als sie ganz klein war, war ich natürlich wahnsinnig neugierig, wie hört sich das denn an mit so einem CI? Und dann habe ich zum Teil Simulationen gehört, wo ich gedacht habe, nee, also dafür gehe ich keine Operation ein mit meiner Tochter. Das kann es ja wohl nicht, kann ja wohl nicht sein. Also es kann auch nach hinten losgehen. Insofern finde ich eigentlich, was hier durchklang, war ja eigentlich so ein bisschen eine Bandbreite. Und damit kriegt man es vielleicht dann auch schon mal ein bisschen differenzierter hin. Also gerade was Andrea gesagt hat, wie ist es denn, wenn bestimmte Frequenzen einfach fehlen? Wie hört sich das an? Das kann man, glaube ich, sehr gut simulieren. Rudi nickt. Ich kann mir vorstellen, als Musiker hat er schon konkrete Vorstellungen, wie das funktioniert. Wir hatten noch eine Wortmeldung von dem Tobias und dann auch die Andrea noch. Aber jetzt möchte die Ulrike erst was sagen. Also, was uns wirklich auch sehr, sehr wichtig ist, jede Hörbehinderung ist einzigartig. Und man kann es nur versuchen, ein bisschen einen Einblick dahin zu bekommen, zu sensibilisieren. Was uns ganz wichtig ist, Menschen, die gar vielleicht von Schwerhörigkeit betroffen sind, Perspektiven und Optionen zu zeigen. Sie können ihre eigenen Wege gehen, aber es soll keiner hier rausgehen, der Angst mitnimmt. Also es ist uns ganz wichtig, ein CI ist eine Operation, wo etwas unter die Haut geschoben wird. Wir haben sehr lange über diese feinen Wörter auch gesprochen. Was kann man sagen, dass Leute einfach einen Blumenstrauß kriegen an Möglichkeiten und nicht hier rausgehen mit einem Leidensdruck. Es gibt einfach viele technische Hilfsmittel, aber nicht jedes technische Hilfsmittel führt
zu einem kompletten Erfolg. Und also das wollen wir sensibilisieren. Und ein weiteres wichtiges Thema, wir haben auch Stethoclips, wo man Hörgeräte sich, also einen Eindruck bekommen kann, wie man über Hörgeräte hört. Man kriegt sehr deutlich eben diese Störschallproblematik mit und diese Eigendynamik des Hörgeräts eben selber zu entscheiden, was ist das Hauptgespräch. Und unsere Ausstellungsagentur, die die Ausstellung konzipiert haben, die musste also übers Mittagessen mit Hörgeräten speisen. Das war uns ganz wichtig, damit sie da einfach auch eine Sensibilität entwickeln. Tobias. Ja, ich glaube, kann jetzt mal loslegen. Ja, was mir auch ganz wichtig ist, wie treten Normalhörende gegenüber Schwerhörigen auf? Man hat ja ganz oft den Eindruck, dass viele, da man eine Schwerhörigkeit, Taubheit mit Dummheit vergleichen und ganz viele Menschen auch leider oder auch so gegenübertreten. Habt ihr da auch irgendwas oder beziehungsweise wie kann man das darstellen oder? Ja, also ich habe ja jetzt gerade ein Escape Game entwickelt mit Kindern und Jugendlichen und wir haben dort auch Rätsel eingebaut. Da geht es unter anderem eben über die Vorurteile. Und man muss gewisse Satzstücke zusammenpuzzeln oder eben Ja-Nein-Fragen beantworten, wo das Thema in die Richtung so ein bisschen sensibilisiert wird. Also beispielsweise der Blickkontakt. Warum schauen Menschen mit Schwerhörigkeit einem auf den Mund? Weil sie sich leichter verlieben. Ja oder nein? Und also wir haben auch an der einen oder anderen Stelle versucht, das so ein bisschen auf die humorvolle Art und Weise mit zu integrieren. Aber ganz, ganz große Bitte an euch, macht echt das Spiel und meldet uns nochmal zurück, wo wir vielleicht hier und da noch so eine kleine Schraube stellen können, wo ihr sagt, da könnte noch was mehr auf den Punkt kommen. Freue ich mich, echt riesig. Ja, mit Blick auf die Uhr. Ich weiß, dass Angelika, unsere Schriftdolmetscherin, der ich an dieser Stelle ja nochmal wirklich richtig herzlichen Dank sagen muss oder möchte, weil sie das wirklich, ich habe immer zwischendrin mal geguckt, Angelika, du bist großartig, das machst du richtig toll, ehrlich. Und ich weiß, du musst deine Tochter oder deinen Sohn oder wen auch immer abholen. Also fühl dich frei, dann sage ich, jetzt ist es offiziell hier und jetzt im Moment beendet. Und wir beide, Ulrike und ich und noch ein anderer Gast, die Frau Plemper, wir sind jetzt nochmal extra in der Videokonferenz verabredet, also so, dass wir eigentlich auch raus müssen. Ich denke, Ulrike, ich kann das so zusammenfassen, dass es wahrscheinlich gut ist, wirklich mal in eure Ausstellung reinzugehen und euch dann auch nochmal Rückmeldung zu geben, ganz konkret. Und ihr habt wahrscheinlich auch überall noch irgendwelche Kärtchen zum Ausfüllen oder irgendwelche Möglichkeiten, Feedback zu hinterlassen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ganz spannend sein könnte, sich einfach auch in diesem Museum mit dem Museum zu beschäftigen und sich auch über die Thematik zu beschäftigen, wie begegnen uns Normalhörende, wie begegnen wir Normalhörenden, was wollen wir, dass auch gezeigt wird und wo ist es auch für uns beeindruckend, einfach auch nochmal Neues zu lernen. Also für mich, wie gesagt, war der geschichtliche Teil sehr interessant, auf den wir heute jetzt leider nur ganz kurz eingegangen sind, aber vielleicht gibt es auch nochmal einen Termin dazu. Ja, dann ich würde mich jetzt verabschieden. Ihr könnt gerne noch drin bleiben, weil ich bin heute nur Co-Host. Marisa bleibt drin, aber ich sage schon mal Tschüss. Ah, und bevor ich jetzt überhaupt gehe, ich halte jetzt mal die Aufzeichnung.